Hi Leute, wir sind heute in Sinchiwarmi. Sinchiwarmi ist ein Projekt, hier steht es auch, seit 15 Jahren von 13 Frauen und 3 Männern. Deswegen heißt es auch Sinchiwarmi. Sinchi heißt auf Quechua so viel wie stark und Warmi ist die Frau. Das heißt, es heißt starke Frau. Dieses Projekt gibt es eben seit 13 Jahren und die haben hier ein Hotel aufgebaut. Die sind aus der Comunidad San Pedro Misahuayi in der Provinz Napo, Ecuador und bieten hier so einiges an. Zum Beispiel kann man hier übernachten oder schön essen. Manchmal darf man auch fischen. Und es ist wirklich eine wunderschöne Anlage, gebaut aus Naturmaterialien. Und wir sind heute hier mit meinem Sohn Otto. Und nachher gibt es eine ganz besondere Überraschung. Aber zuerst gehen wir mal was essen. Und dann schauen wir mal, was wir nachher machen. Also bleibt dabei und schauen wir mal, was hier abgeht. ¿Qué significa para ti Sinchiwarmi? Bueno, Sinchiwarmi es en el idioma quichua, bueno, traducido a español es mujeres valientes. Bueno, Sinchiwarmi eso quiere decir, bueno, mi forma de pensar y sentir es que son mujeres valientes, trabajadoras, luchadoras, soñadoras y emprendedoras. Muy bien, muchas gracias. De nada. ¿Y qué quieres decir a los clientes que todavía no conocen y que quieren venir? Bueno, a los clientes, a las familias, a los amigos que aún no conocen Sinchiwarmi, pues nos pueden visitar por Facebook, también nos pueden visitar por Instagram con Sinchiwarmi, pues invitarles a que vengan a conocer este sitio maravilloso que se encuentra en la provincia de Napo, en la Amazonía, parroquia Misahuayí. Es una comunidad pequeña que está a lo lado del río de Napo. Pues que vengan a disfrutar con la familia. Aquí es un lugar encantador, tranquilo y pues eso les invito a que vengan a conocer la gastronomía en sí. Es una gastronomía innovada, un platos gourmet, bebidas tradicionales, de actividades naturales, culturales. Pues les invito a que vengan a conocer Sinchiwarmi. Ya, gracias. Ya. Ist viel kälter, oder? Ein bisschen frischer wegen dem Wind, gell? Oben ist mehr Wind. Ja. Platz, wo jetzt dieser Turm steht, stand früher ein riesengroßer Baum, und zwar ein 20 Meter hoher Baum, eine Würgefeige. Das ist Würgefeige. Eine Würgefeige ist eine Feigenart, die andere Bäume erwürgen kann. Und jetzt haben sie diesen Turm gebaut, damit man sich vorstellen kann, wie früher diese Würgefeige hier stand.
mira esos barquitos. Qué bonitos. Das sind ja Boote in der Suppe aus Bananen. Die Vorspeise. Lecker. Also zur Vorspeise gibt es Yucca-Cremesuppe, also Maniok, mit Bananenschiffchen. Wir haben hier Hühnchenkrust mit Palmherz. Dann haben wir hier die Inka-Gurke mit einer Kapstachelbeere und Eselseierbaumfrucht und einen Gemüsereis. Und in der Hühnchenbrust sind auch noch Pilze mit drin. Und das Weiße hier, das habe ich ganz vergessen, das ist die Chonta-Blüte. Sieht lecker aus. Und jetzt kommen wir wieder zu einer interessanten Sache. Und zwar habe ich ja vorhin gesagt, dass der Otto heute eine Überraschung bekommt. Und zwar darf der Otto jetzt in diesem See hinter uns einen Peitsche fischen oder zumindest versuchen, einen Peitsche zu fischen. Ich glaube, dass wirklich Peitsches die größten im Süßwasser lebenden Fische sind, atmen Luft, also müssen immer wieder an die Oberfläche kommen, um zu atmen. Und jetzt gucken wir, ob der Otto Glück hat und heute so einen Peitsche fängt. So, also bis jetzt hat man mit dem Fischen nicht so wirklich Glück. Ich sehe sie immer, die Peitsches da im Wasser. Riesig große Fische. Aber na gut, man kann nicht immer Glück haben. Wir haben super lecker gegessen. Wir hatten einen wunderschönen Tag in Sinchiwarmi. Und der Wilmer, der Koch, der hat ja heute früh schon einen gefangen. Da waren wir leider nicht dabei. Aber ich zeige ihn euch jetzt, wie er ihn in die Küche trägt. Okay, bleibt dran, bleibt dabei, abonniert den Kanal und wir sehen uns bald mit einem neuen Video. Ciao! Und jetzt probieren wir es aber trotzdem noch ein bisschen hier, ob wir vielleicht in den letzten Minuten noch einen kriegen. Und wenn nicht, dann sage ich schon mal ciao. Tschüss!
Thank you.